Pippi Langstrumpf habe ich in der Serie synchronisiert, im Kinofilm den Tommy und diesen kleinen jungen Timmy Martin, weil zu der Zeit, wenn Jungs in diesem Alter, die konnten nicht synchronisieren, weil die schon im Stimmbruch waren und da kippten die Stimmen immer hin und her und deswegen hat man da gerne Mädchen genommen. Und zu der Zeit war ich ja schon 14 und angefangen zu arbeiten, hatte ich schon mit 12 Jahren in München an der kleinen Komödie, habe ich Theater gespielt, man suchte ein kleines 6-jähriges Mädchen, ich war 12 und machte mir so Zöpfchen und zog mir ein Hängerkleidchen an und ging da als 6-jährige sofort durch. Und ich ging auch durch mit meinem eklatanten Sprachfehler. Wenn ich nämlich das SCH sagte, dann ging da zuckte mein Mund immer so rechts raus. Und mein Vater zog mich gerne auf und sagte, auf welche Schule gehst du nicht, Effi? Und ich sagte, auf die Schauspielschule. Ja, und da haben wir gedacht, das mit dem Sprachfehler, das muss ich vielleicht, das weiß man nicht, ob das dann so gut geht, aber als ich dann in dieses Theater kam und mich bei Karl-Heinz Schroth vorstellte, habe ich gesehen, dass der noch viel mehr Sprachfehler hat als ich, weil der zischte und spuckte und spritzte das ganz toll. Und da habe ich gedacht, wunderbar, wenn der das bis dahin geschafft hat, dann schaffe ich das auch. Und so fing ich an, bei ihm zu spielen und dann ging das immer weiter. Und dann kamen diese Synchronsachen, dann habe ich meinen ersten Fernsehfilm gemacht, übrigens beim SWR. Da habe ich auch den Tatort mache und dann lernte ich Michael Verhoeven kennen. Ich war inzwischen 15 und er suchte ein Mädchen für seinen Kinofilm Okay. Ein Film über den Vietnamkrieg, ein Antikriegsfilm, eine Parabel auf das Massaker in My Lai. Dieses Mädchen, was ich spielen sollte, wurde von 5 Soldaten vergewaltigt, erschossen, erstochen und in die Isar geschmissen. Ich machte 14 Tage lang Probeaufnahmen mit vielen anderen Mädchen zusammen und irgendwann sagte Michael Verhoeven, das Mädchen, das du jetzt spielst, die heißt Panti Mao, denn dann kannst nur noch du sie spielen und nicht die blonde Blauäugige, die der Produzent eigentlich will. Und so begann meine Arbeit mit Okay und davon lese ich Ihnen jetzt ein Stück. Die Arbeit begann mit einer einwöchigen Probenzeit auf der Bühne eines kleinen Theaters. Ich lernte meine Kollegen kennen, Friedrich von Thun, Ewald Prechtl, Wolfgang Wolfi Fischer und Hartmut Becker. Ich fühlte mich unsicher beim Spielen, mir fehlte die Kamera. Bis heute mag ich das nicht, das Proben für einen Film. Wenn die Kamera da ist mit dem Kameramann dahinter und die Lichter sind an, dann geht es ums Ganze, dann renne ich los. Aber dieses theoretische Rumprobieren, wo dann am Originalschauplatz, im Wald, auf der Erde sowieso alles anders ist, das liegt mir nicht. Meine Kollegen waren sehr freundlich zu mir, möglicherweise auch etwas schüchtern. So ein Kind, wie ich es war, so brutal zu behandeln, war bestimmt für sie nicht eben angenehm. Wolfi Fischer sagte die ganze Zeit, Mai, ich freue mich auf die Vergewaltigung. Als wir dann endlich richtig drehten, irgendwo in Grünwald bei München, lief der Requisiteur in der Gegend herum und sagte dauernd, das Kind kriegt dann Knacks. Ich grinste innerlich. Ich wusste ganz genau, dass ich keinen Knacks kriegen würde. Nicht durch diese Rolle. Ich war Schauspielerin und damals bereits sehr professionell. Dass ich schon eine Beziehung zu einem Mann hatte, wusste keiner. Dietmar schrieb über den Widerspruch, dass ich im Film vergewaltigt werden durfte, im wahren Leben aber meine Liebesbeziehung verschweigen musste, eine 10-seitige Abhandlung, die er meiner Mutter widmete. Meine Mutter bekam sie allerdings nie zu Gesicht. Eines Tages erschien Senta Berger am Drehort. Ich war wie geblendet von ihrer Schönheit, ihrem Lachen, ihrer Figur, den Sachen, die sie trug. Rote, eng anliegende Samtjeans und ihre Haare leuchteten in der Sonne. Außerdem war sie ein Star und die Frau von Michael Verhoeven, für den ich natürlich längst schwärmte, in den ich hoffnungslos verknallt war. Ich fühlte mich klein, unsicher und hässlich in meinem komischen Kostüm, den extra fettigen Haaren und der Blutkruste über der Oberlippe. Mein Maskenbildner klebte mir jeden Tag eine Wunde mit echtem Ochsenblut. Das war das Einzige, was mich wirklich quälte. Die Haut spannte und ich musste den ganzen Tag den ekligen Geruch in meiner Nase ertragen. Wir drehten chronologisch, das heißt, die Szenen kamen in der Reihenfolge dran, in der sie auch im Drehbuch standen.
Als wir das Verhör drehten, bei dem ich eine Art Beichte ablegen musste, erstes Gebot, zweites Gebot, drittes Gebot und so weiter, bekam ich eine Großaufnahme für das sechste Gebot, Schamhaftigkeit und Keuschheit. Michael meinte, er finde meinen Sprachfehler ganz wunderbar, aber in diesem einen Fall, wo mein Gesicht so groß auf der Leinwand zu sehen sein werde, sollte ich das Sch durch ein Sch ersetzen. Also Schamhaftigkeit und Keuschheit sagen. Wir würden sowieso den ganzen Film synchronisieren und auf diese Weise würde mein Mund nicht so unverhältnismäßig zucken. Jedes Mal, wenn ich Schamhaftigkeit und Keuschheit sagte, bekam ich einen Lachanfall. Es klang so dämlich und fühlte sich so fremd an. Die fertige Szene im Film ist ernst und berührend, beängstigend, weil man ahnt, was diesem Mädchen gleich passieren wird. Und ich musste lachen. Die Brutalität dieses Films habe ich während der Arbeit überhaupt nicht gespürt, obwohl die Szenen anstrengend waren. Ich musste viel schreien und natürlich Angst spielen, Todesangst. Eine Szene gab es allerdings, vor der ich mich wirklich fürchtete. Nach den Vergewaltigungen, den fünften Soldaten, der von Michael Verhoeven gespielt wurde, zwangen die Kameraden zur Schändung, sollte ich erstochen werden. Da ich danach aber immer noch lebte und auf dem Boden kriechend zu flüchten versuchte, wurde anschließend mit dem Maschinengewehr auf mich geschossen. Dazu wurde mir ein Gürtel um den Körper geschlungen, mit Platzpatronen und kleinen blutgefüllten Säckchen, die auf mir zerplatzen sollten. So sieht man im Film dann die Einschüsse. Ich war in Panik. Lautes Knallen kann ich schon seit meiner frühen Kindheit nicht ertragen. Da schlug Michael Verhoeven in seiner wunderbar beruhigenden, sehr souveränen Art vor, er könne außerhalb des Bildes meine Hand halten. Er sagte nicht, ich solle mich nicht anstellen. Nein, er versicherte mir, es würde mir nichts passieren und hielt meine Hand. So war der schlimmste Moment für mich bei diesem Film gleichzeitig der schönste. Nun war ich also